Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir haben im letzten Part einen kleinen Waldspaziergang gemacht, so einiges Getier geplättet und leider Gottes, die zwei Höhlen, die wir erforscht haben, waren dracheneierfrei. Wuhuhu. Aber es gibt ja noch mehr als genug Höhlen für uns. Ach, da komme ich ran. Okay, ja, ist auch wurscht. Ist auch wurscht. Wartet mal, jetzt muss ich kurz glübschen. Komm, Karte. Aha. Aha, okay, macht nichts. Dann gehen wir da weiter. Da kommen wir nämlich zu dem Sonnenkreis wieder hin. Ja, ganz genau. Da, wo wir das kaputte Auge gefunden haben und es auch repariert haben. Das heißt, hier drinnen gibt es die nächsten Opfer für uns. Allerdings handelt es sich hierbei um Minecrawler, gepanzerte Minecrawler Warriors. So, und ich hoffe wirklich sehr... Gottes Willen! Minecrawler Warrior... Minecrawler Warrior? Nicht gepanzerte? Dann war das ein stinknormaler. Lol, warum hat mich der damals geplättet? Einfach so One-Shot, tschüss. Das ist komisch. Aha. Skeletis. Jawohl. Aua, aua, aua. Jetzt auf damit. Ich mach gleich Licht. Ich habe schon gesehen, da ist wieder Dark Room. Das heißt, wir brauchen Lichterle. Ein Lichterlein kommt, tra-la-la-la-la, da-ra-ra-da-dam-dam-da-ra-ra-da-ra. Schön, was, wie geht's jetzt hier weiter? War ich denn hier schon mal drinnen? Ich glaube nicht, ne? Da liegt nur spaßhalber ein Skelett rum. Aha, jetzt will er wieder Magie nehmen. Nein, wir sind nix Magier. Nix tun sein Magier, wir. Ah, wohl, das sind die. Ex-Menschen. Schön. Aha. Kaum stecke ich meine Waffe weg. Bäm. Tschak. Brack. Boom. Und Katschanga. Geht schon. Jawohl. Komm. Blocken. Jawohl. Blocken. Und bäm. Zack. Brack. Komm. Weg mit dir. Schön. Da tut man einmal seine Sachen weg, ne? Und dann greifen sie einen an. Nichts zu holen. Unfassbar. So, was haben wir da drin? Ja. 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 Nein. Jetzt. Scheiße. 4? Jetzt vielleicht? Jawohl. 150 Gold. Schön. Ich glaube, einen Bergkristall, gebratenes Fleisch und ich glaube, das wird Wacholder gewesen sein. So, ja. Ja, was haben wir denn hier? Einen Zweihänder. Nein, über den habe ich nicht gefreut, sondern über das Drachenei. Schön. Nummer 3. Nummer 3, glaube ich. Also insgesamt 4, aber Nummer 3, was wir jetzt da in der Tasche haben. Mei, ich freue mich. Ich freue mich. Lala. Dann, hier waren wir schon. Dann ist noch die andere Seite. Wir werden auch gleich was saufen. Zum Wohle. Zu eurem Wohle, zu meinem Wohle, zu unserem Wohle. Schön. So. Passt. Schön gesoffen. Schnell gespeichert. Und zwar hier drauf. Ja, noch ein Drachenei. Schön, schön, schön. Ah, ich freue mich schon auf unsere... Nichts zu plündern. Ach so, das waren die, die wir geplättet haben. Ich freue mich schon auf unsere neue Rüstung. Vielleicht freue ich mich auch ein bisschen zu früh. Das kann alles sein. Aber ich freue mich trotzdem mal. Okay, das hier scheint nur ein Ei gewesen zu sein. Na, was willst du? Schau. Und ist schon finster. Du brauchst mich da nicht angreifen, du Ratte. Da haben wir noch eine schöne Truhe. Karamba. Jawohl. Jawohl. Nein, falsch. Hier. Jawohl. Haha, schau. Richtig geraten. Okay. Nochmal dasselbe wie bei der anderen. Nur 150 Goldmünzen haben gefehlt. Okay. Passt. Hier sind wir auch fertig. Tada. Wunderbar. Wieder ein Drachenei mehr im Petto. Plus hier alles ausgeräumt. Das gefällt uns gut. Und
und jetzt können wir weiter hatschen. Gut, jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir da weiter rauf normalerweise. Und da oben kommen wir dann auch schon zur nächsten Höhle. Ich glaube, das ist dann schon die Höhle in der Nähe vom Sonnenkreis. Ja. Ich werde auch mal kurz speichern, für den Fall, dass wir jetzt gleich von irgendwelchem Getier da böse überrascht werden. So. So, der Wasser mit Himbeersaft. Lecker, 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 tralala. Ich schaue nochmal schnell beim Kreis hier vorbei, ob hier irgendwelche Trotteln stehen, aber ich glaube, schaut nicht so aus. Ich klopfe schon mal auf die Karte. Aha, die Höhle soll da sein. Ich weiß aber, dass sie da hinten oben sein müsste. Ich laufe auch gleich mal dorthin. Wartet, da habe ich noch eine Pflanze. Ach so, das ist sowas. Ich dachte, ich hätte eine Pflanze gesehen. Ja, da scheint der Suchende frei zu sein. Also, halt, was haben wir da? So. Die Höhle hier scheint ein klein bisschen falsch eingezeichnet zu sein, denn ich meine mich zu erinnern, dass es da oben den Zugang zur Höhle gab. Ich bild mir ein, da waren Skelette und die haben mir wehgetan. So weh, dass ich es nicht überlebt hatte. Jetzt werden hier wahrscheinlich, in Klammer hoffentlich, Ex-Menschen mit einem Drachenei sein. Also hier müsste die Höhle sein, die ich gemeint habe. Ja, da kommt irgendwas. Skelette, jawohl. Katschanga. Bam, bam, bam. Komm, komm, du her, du Arschgeige. Schau. Lol. Was ist los mit euch? Na. Bam. Nanu. Kein Blitzbläuing und gar nichts. Komm, Klaue. Zeig, was du kannst. Klaue? Katschanga. Viel Schaden nehmen die jetzt aber nicht. Jawohl. Doch, mit der Klaue schon. Sehr gut. Zweimal rostiger Zweihänder, einmal rostige Axt. Dann Knochen eines Skelettes. Na komm. Dann halt vorgehen. Und noch ein Knochenskelett-Dings. Also Knochen eines Skeletts, so. Aha, hier ist schon wieder unheimlich. Das Licht ist auch schon wieder alle. Gleich ein neues machen. Bloing! Was liegt hier? Hier liegt nichts mehr. Was liegt da? Ein rostiges Schwert, ein Silberkelch. Hier ist alles gelootet. Wow. Da kommt schon der nächste Knochen, Maxi. Bam. Komm her. Katschanga. Und bam. Komm. Komm. Na. Bam. Jawohl. Halt. Rostiger Zweihänder. Knochen eines Skelettes. Dann nochmal die Klinge zücken. Was kommt hier? Was? Schattenkrieger. Was ist das? Schattenkrieger. Jetzt sind wir bei Lichtkönig, oder wie? Komm, wir sterben. Du Trottel. Bäm, zack, brack. Boom, Katschanga. Bäm, zack, brack. Wird wenigstens einer von euch die Güte haben zu verrecken? Jawohl. Geht schon, der erste. Wow. Wow, die machen schön Schaden. Das ist nicht gut. Wow. Jawohl. Ich glaube, das war jetzt gerade Glück. Aber irgendwas ist da komisch. Was ist denn das bitte für ein Schwert? Schaut schon wieder sehr verdächtig aus. Warte mal, ich trinke mal einen großen. Oder? Nein, trink mal ein paar kleine. Oder kann ich mich mit einer Spruchrolle heilen? Das wäre super. Ich glaube, heilende Spruchrollen... Nee. Habe ich leider nicht. Das heißt, es muss so gehen. Runter damit. Es wäre gut, wenn ich schlafen könnte, aber ja. Ist egal. Wir nehmen, was wir kriegen können. Fertig aus. So. Geht eh recht flott. Passt, das ist mir jetzt aber auch glatt ein Speichern wert. Und zwar hierhin.
Passt. So, was haben wir hier? Drachenschneide. Drachenschneide? Drachenschneide. 160 Stärke und 190 Schaden wird sie machen. Ja, da sind wir noch Kilometer weit entfernt, ne? Die führen zu können. Grober Zweihänder, goldene Schale, goldener Kerzenständer. Schatulle? Was tut denn das so komisch beben? Hört's auf damit. Dann noch eine goldene Schale. Grobes Breitschwert. Außerdem ist es ein Zweihänder gewesen, ne? Goldener Kelch, grobes Breitschwert. Da scheinen irgendwelche Ritter begraben worden zu sein einmal, ha? Also bestattet, sagen wir so. Lederbeutel, goldener Kelch, goldener Kelch. Sonst können wir da nichts machen. Nö, passt. Aber schön, ne? Mit dem Licht da. Eine Drachenschneide ist in unserem Besitz. Sehr schön. Haben wir da vielleicht ein gar seltenes Schwert gefunden? Aber... Warte, jetzt ein Drachenei dabei? Ich habe das gerade vergessen. Ich glaube nicht, ne? Die Höhle hier ist sauber und ohne Drachenei. Da waren eben nur die Knochenmaxis und eben... Und was, 7 haben wir schon? 7 Dracheneier? Wo habe ich denn hingezählt? Wurscht. Na gut, ich wollte nur sagen, das haben wir auch geschafft. Mit einem seltenen Schwert noch obendrein. Fein. Das heißt, hier sind wir fertig. Das heißt, ich werde auch gleich auf die Karte klupschen. Ich habe nämlich ein bisschen Schiss, dass ich eine Höhle übersehe, aber normal müsste das die gewesen sein. Ja, ja, das passt schon so. Ihr seht, ne? Wir begeben uns jetzt Richtung des schwarzen Trolls, ne? Da gehen wir jetzt weiter. Wir machen da eine kleine Runde. Wir fangen mit der oberen Höhle an und ich mache dann da so einen Bogen, ne? Und dann sind wir eh schon, eigentlich können wir uns zu Onas Hof hinporten, mal schauen. Mal schauen, wie es am bequemsten ist, sage ich jetzt mal. So, wir hatschen da jetzt mal weiter. Ich denke auch, dass ich so einen Sprinttrank jetzt mal reinschmeißen werde. Der wird sich hier, glaube ich, sehr gut investieren. Ach warte, was haben wir denn da? Angst, Spruchrolle, genau. Da tun wir auch, aber nur 5 Sekunden. Sprinten, das ist schon ein bisschen wenig. Da brauchen wir schon was Anständiges. So. Passt. Und tada, auf geht's. Und da rennt er, als wäre Pelias selbst hinter ihm her. Grüß dich, Servus. Sind hier Viecher gespawnt? Wenn ich renne sie gerade gern über den Haufen. Da drüben wird normal nichts sein, oder? Wenn da jetzt Echsenmenschen drinnen wohnen, fange ich es glauben an. Nö, nö, da ist nichts. Wollte ich nur mal abchecken, nicht dass ich was übersehe, ne? Weil das wäre dann ärgerlich. Glatt zum Ärgern wäre das. So, wir laufen über die Brücke. Denn da hinten erwartet uns eine weitere Höhle. Da war ich auch schon mal drinnen. Ich meine, dass dort Minecrawler drinnen waren. Oder vielleicht immer noch sind. Da vielleicht welche gerespawnt sind durch die Kapitel, die wir gewechselt haben. Also laufen. Wow. Okay, das ist Ex-Mensch. Perfekt, da könnte ein Ei drin sein. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Mit dem habe ich jetzt gerade nicht gerechnet. Jo, ne? Also. Da tun wir flott speichern. So ist fein. Und dann geht's weiter. Da kommt der nächste. Die nächsten zwei. Ja, ja, die nächsten zwei. Katschanga. Komm, dein ist hin. Komm, stirb. Na, Alter. Der zweite ist hin, passt. So ein Trottel will nicht sterben. Ich sehe nichts. Da ist nichts zu. Halt die Klappe, blöde Krähe. So. Dann tun wir wieder was trinken. Zum Wohle. So. Und auch mal speichern. Und dann sprinten wir in die Höhle rein. Wenn ich den Eingang finde. Sind noch ein paar Pilze. Ich sollte auch mal auf die... Ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Ich bin ein Profi.
Scheiße. Jetzt habe ich keine Ahnung. Wow, und es ist schwer dunkel. Jetzt habe ich wieder mal keine Ahnung, wie spät es ist. Wartet mal, lass mich mal klubschen. Ah, ich glaube, das dürfte schon 20 Minuten sein. Ich mache jetzt einen Deal mit euch. Wir schauen uns diese Höhle... Wow! Wir schauen uns die Höhle hier noch an. Und dann... das sind die nächsten. Und dann... wow, gleich 4 Stück? Seid typisch... Was? So viele? Wow, ich muss die Flucht ergreifen. Und zwar ein bisschen flotti. Verfolgen Sie uns alle, ne? Jesus, na, Alter. Kommt noch irgendwer? Ein paar sind es noch, glaube ich. Die können wir besiegen, hoffe ich. Nein, das sind doch alle. Oh, Alter, damit habe ich nicht gerechnet, ne? Wow. Das war unklug. Kommt noch... Nein, jetzt fallen sie da runter. Warte, ich muss das laden. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Boah, die Höhle will ich noch machen. Schön. Die Höhle will ich noch machen. Ja, aber nicht, sicher nicht ohne Helferleins. Also, da werden wir gleich mal unsere Armee jetzt mal austesten, ob die was heißt. Die Armee der Finsternis, die wird uns jetzt da behilflich sein. Zum einen machen wir mal schnell Licht. So. Zum anderen wähle ich schon mal den Zauber aus. Warte, jetzt muss ich den Eingang finden. Da. So. Und beschwören. Passt. So. Waffe ziehen. So. Ex-Mensch. Passt. Der erste Ex-Mensch ist tot. So. Die anderen schnell pullen. Wo auch immer die sind. Wow. Mami, hilf. Wow. Ne? Ex-Mensch. So. Ex-Mensch, der erste ist kaputt. Und der nächste ist kaputt. Der nächste ist kaputt. Der nächste ist kaputt. Und der nächste ist kaputt. Wow. Gibt's da noch mehr? Schaut nicht so aus. Ah, da, boah, dahin geht's noch weiter? Ja, muss ich mich gerade beeilen, bevor die Armee drauf geht, ne? Hallo. Was sind nochmal 4. Oh, Ex-Mensch. Der erste ist tot. Nein, kein Beschworenes. Da, Ex-Mensch. Das ist hin. Ex-Mensch tot. Perfekt. Wow. Die Schwerter sammle ich mal ein, so nebenbei. Halleluja. Ja, da haben wir ein Drachenei. Sehr gut. Boah, ey, bin ich fertig. Ja, da zerbrechen sie. Aber die haben jetzt echt gut geholfen. Ich nehme mal einen Hund. Nein, ich will keinen 100er Trank vergeuden. Die 70er nehme ich. So, ein paar hiervon und ein paar davon. Dafür habe ich sie extra gekauft, die schwächlicheren. Weil ich der Meinung war, die würden uns hierfür locker ausreichen. Und nützlich sein. Ja, ich hoffe, das passt so. Alter Schwede, ne? So, wieder schön speichern. So. Und auf geht's. Aha, rüstiges Schwert, genau. Nicht so. Nein, ein rüstiges Schwert, meinte ich. Da ist auch noch eins. Jetzt gehen wir mal alles zusammen glauben, was wir hier da... Ja, ja, da waren Minecrawler, ne? Man sieht's, die Eier und so, ne? Überbleibsel sozusagen. Boah, ich hoffe nicht, dass nochmal so eine Sechserhorde oder so von diesen Biestern da irgendwo herumstreunt, weil das ist nicht schön. So. Da ist nichts zu holen. Ja, ja. Ich will nur das Schwert. Nichts zu holen. Nein. Schwert, ja. Rostiger Zweihänder. Mensch, Mensch, Mensch. So. Rostiger... Warte, war da noch was? Nein. Rostiger. Nein, das Schwert will ich haben. So, ja. Yay, das war echt ein bisschen heftig. Schauen wir da unten noch weiter. Hui. Hoffen wir das Beste.
Hallo? Was das sein soll, weiß ich auch nicht so recht. Eins, zwei, drei. Oh! Oh doch, ich weiß es wieder. Mir ist es wieder eingefallen. Das ist für später. Das ist für später. Okay, jetzt sind wir da fertig. Jetzt brauche ich nochmal einen Sprinttrank. So, der letzte. Ich weiß. Den werden wir jetzt noch so gut es geht ausnutzen. Nein, ich hätte mir das jetzt sparen können. Wartet. Mann, muss ich jetzt wieder laden? Ist ja wurscht. Ich sprint noch schnell dorthin, also zur nächsten Höhle hin. So. Warte, da runter nochmal. Muss ich, das müsste jetzt normaler... Nein, wie jetzt? Da hoch, darüber. Darüber. Ach ja, da war noch ein Inus-Ding. Und da so normalerweise. Warte, kurz Karte schauen. Wir sind da oben. Ja, das passt schon. Jetzt müssen wir die da drüben zuerst machen. Dann laufen wir jetzt einmal schön hin. Da ist nämlich eine alte Mine da drüben. Genau da. Können wir auch, weißt du was, schauen wir da noch rein. Dann ist sicher, dann denke ich schon, dass der Part groß genug sein wird. In Klammer hoffe ich. Da geht es irgendwie nicht rein, ne? Geht es hier? Aber da ist leer, ne? Da ist kein Echsenmensch und nix, ne? Und ich komme immer noch nicht dahinter. Ob da was aufgeht, ne? Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da was Wichtiges ist. Na gut, dann haben wir die auch kontrolliert. Dann können wir uns jetzt schon eigentlich... Nein, nicht eigentlich, sondern wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Onashof. Dazu werden wir hier vom Plateau den Weg ein Stück runterlaufen müssen. Damit wir keine Höhle versäumen. Und da muss ich lang, genau. Und ja, ich würde sagen, es läuft ja gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt 7 Dracheneier, Entschuldigung, dass ich mich so schier vertan habe, schon 7 Dracheneier, beziehungsweise 8, weil eines haben wir ja schon abgegeben. Soweit kann ich noch doch noch rechnen. Und ich muss mal kurz schauen. Sind wir da richtig? Ja, wir sind eigentlich richtig. Aha, das ist da. Okay. Das dürfte jetzt da der Eingang aber zu den Wassermagiern sein. So circa in etwa. Schauen wir mal. Vielleicht ist es eine separate Höhle oder es ist eben der Eingang zu den Wassermagiern. Da glaube ich oder beziehungsweise hoffe ich, dass keine Ex-Menschen dort zu Hause sind. Aber schauen wir mal nach. Sicher, sicher. Auf jeden Fall war das wieder aus meiner Sicht hoch ein gelungener Part. Jetzt bin ich zu weit gelaufen. Hier lang. Wie gesagt, 7 in Klammer 8 Dracheneier sind in unserem Besitz. Und ich finde, wir schlagen uns ja richtig gut. Bin ich halt der Meinung. Ui, 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 ui. Gibt es da oben irgendwas umsonst? Wäh. Nein, war ich da überhaupt schon mal oben? Schaut nicht aus. Dann werden wir im nächsten Part uns hier in diesem Gebäude ein bisschen umschauen. Werden weiter uns mit den restlichen Höhlen beschäftigen. Und vielleicht schaffen es wir auch schon im nächsten Part, dem Ganzen dann ein Ende zu bereiten. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!